Hallo, mein Name ist Oliver Dürr und ich bin Professor an der Hochschule Esslingen für das Fach Controlling. Das Fach Controlling hört sich zum Deutschen so ähnlich an wie das Wort Kontrolle. Damit hat das aber leider relativ wenig zu tun. Das Wort Controlling kommt eher aus dem Englischen to control und bedeutet steuern. Damit ist die Unterstützung beim Treffen von Entscheidungen gemeint, aber auch das Beeinflussen der handelnden Personen im Unternehmen. Es geht also um die Steuerung des Unternehmens. Man kann sich etwa ein Kreuzfahrtschiff vorstellen, das einen bestimmten Hafen zu einem bestimmten Zeitpunkt anlaufen soll. Der Controller hat dabei die Aufgabe, den Kapitän zu unterstützen, diesen Termin einzuhalten. Als eine Art Navigator berichtet er dem Kapitän von Abweichungen von der geplanten Route, von eventuell auftretenden Hindernissen und erarbeitet mit ihm zusammen Maßnahmen, um das Ziel dennoch zu erreichen. Außerdem müssen viele andere Aufgaben an Bord ebenfalls koordiniert werden. Beispielsweise muss sichergestellt werden, dass der Motor zuverlässig läuft. Auch hier ist der Controller involviert und hilft dabei, sicherzustellen, dass das Ziel erreicht wird. Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam das Kreuzfahrtschiff zu steuern und Ihnen Kompetenzen im Fach Controlling in Ihrem Studiengang bei uns zu vermitteln. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.